So. Bon après-midi, Monsieur Dame, c'est un sacre de la chorale profane. Mein Hobby ist Altfranzösisch und der Titel dieses Podcasts ist Altfranzösisch. Ich habe Verständnisprobleme. Und zwar in diesem Heft Gentula la France de la Révolution et de l'Empire Quadriche Manuel aus dem alten Montpellier aus, die Stadt heißt mittlerweile anders, Mayenne, Premier Rue du Docteur Souvet, ist die Adresse der Druckerei. Ich erzähle das immer wieder gerne. Das Straßenschild ist was Besonderes, weil der Name der Straße und der Adresse steht da drunter, ausgeschrieben, und der ist altfranzösisch. Im modernen Französisch würde die Adresse anders lauten. Und deshalb ja, passt dieses Heft auch zu meinem zum Titel dieses Podcasts und zu meinem Hobby. Es geht in diesem Heft La France de la Révolution et de l'Empire um die Zeit der Revolution und die Wende ins Napoletanische. Und es geht damit los, dass das alte Regime, l'Ancien Regime, der absolutistischen Könige beschrieben wird. Und es geht mit Le Roi los und dann kommt Le Gouvernement. Und ich bin angekommen bei, bei der sogenannten L'autre Division, la Généralité ou Intendance. Und ich lese mal die letzten beiden Sätze vor. Les intendants ont des pouvoirs très entendus de justice, police et finance qui en font les représentants du roi en province. Ils constituent le rouage essentiel de la centralisation. Die sind die essentiellen Bausteine der Zentralisierung hin zum Hof Ludwigs des, ach ja, was weiß ich was, irgendwas zwischen 14 und 16. Jetzt, les généralités sont divisées en bailliages et en sénéchaussées ou encore élections. Also diese Generalitäten oder Intendanzen sind unterteilt in bailliages et sénéchaussées oder in élections und des élections. Das mit den Elektionen, Deselektion, une Election ist am einfachsten. Das habe ich schon nachgeschlagen. Das ist auch hier richtig auf. Ich war fleißig und habe es auch aufgeschrieben, damit ich es mir richtig merken kann. Meine eigene Handschrift. Ich zeige immer gerne, dass ich fleißig bin. Wenn ich denn fleißig bin. Action d'élire fait d'être élu. Das ist die erste Bedeutung. L'élection de la responsable s'est faite à main levée. C'est une nomination, désignation, les élections municipales. Also Wahlen. Einmal die Nominierung zur Wahl und dann die Durchführung einer Wahl mit den Kommunalwahlen. Und dann Patritaire d'élection, celle qui a été choisie entre toutes. Das ist damit gemeint, man kann sich aussuchen, was sein eigen ist. Das heißt, es gibt diese Intendanten und die unterteilen die Generalität oder die Intendanz in weitere Teile und nehmen Leute und die dürfen sich dann ihren Teil, ihren Besitz, der d'élection. Was steht da gerade genau da? Patritaire d'élection, celle qui a été choisie entre toutes, dürfen sich aussuchen. Das wäre dieses, der letzte Teil. Les généralisés sont divisés ou encore sont divisés en élections, wäre das, wenn man das weg lässt. Jetzt kommt Sénéchaussée. Bei Sénéchaussée geht das Theater schon los. Das Wort gibt es nicht im einsprachigen Wörterbuch. Und ich will nicht aufs Internet zugreifen, sondern nicht auf das verlassen, was ich in Büchern finde, die ich habe. Das ist mein einsprachiges Wörterbuch.
Dictionnaire de français, Larousse, das ist die Schulausgabe von Cornelsen, habe ich damals schon in der Schule benutzt, bin ich wieder gebraucht angekommen. Hier ist ein Name abgeklebt. Der leuchtet so leicht durch und damit weiß ich, dass das Ding schon mal bei uns in der Schule gelegen hat. Und jetzt gebraucht verkauft worden ist. Le Sénégal. Kann ich mal gerade nachschlagen. Ich habe es auch falsch geschrieben. Hier ist ein Stift. Le Sénéson. Schreib nicht richtig, mach rechts. Kann ich gleich korrigieren. Le Sénéson. Plante dont il existe de nombreuses espèces. Et dont certaines sont des mauvaises herbes très courantes dans les champs et les jardins. Das ist also eine Pflanzengattungsbezeichnung, von der es viele Unterarten gibt und die sind Unkraut. Und ich glaube, wenn man sich die Bücher aussucht, die Wörter aussucht, die im einsprachigen Wörterbuch so gemeint sind, dann ist Sénéchaussée ist genau das. Kletten wahrscheinlich. Oder irgendwie sowas. Das ist so ein Unkrauthaufen halt. Und Bailliage, le bail, le contrat par lequel le possesseur légal d'un immeuble ou d'un terre en cède. Ich gucke nach. Kann sein, dass ich auch wieder schlecht geschrieben habe. Ich will da keinen Fehler mehr machen. Das muss ich mir die Arbeit nicht machen. Man sollte auch Akzente vernünftig schreiben. Le Bay. Sed ist ein Oxograph, ist doch richtig. So. Contrat par lequel le possesseur légal d'un immeuble ou d'une terre en cède l'usage ou la jouissance à certaines conditions et pour un temps déterminé, un pachtvertrag. Le fermier avait un bail de 9 ans renouvelable des baux commerciaux. Der Mieter oder der Pachtnehmer hatte einen Pachtvertrag von 9 Jahren, der erneuert werden kann, konnte. Es waren zwei gute Geschäftspartner, die diesen Pachtvertrag abgeschlossen haben. Da gibt es noch eine familiäre Bedeutung, das ist nicht so wichtig. Also, es gibt die Möglichkeit oder diese Generalitäten oder Intendenzen sind unterteilt einmal in Pachtnehmer von Justiz, Polizei oder Finanzgewalt, dann in Haufen Unkraut und in Leute, die sich aussuchen konnten, was sie machen wollten. Das heißt das im Wesentlichen. Ich lese es nochmal auf Französisch vor. Les généralités sont divisées en bailliage et sénéchaussée ou encore élection. Les généralités sont divisées en bailliage et sénéchaussée ou encore élection. Die Generalitäten sind unterteilt in Pachtnehmer von Justiz, Polizei oder Finanzgewalt, in Unkraut, in eine Gattung von Unkraut oder mit einer eigenen Wortschöpfung dafür oder in Leute, die in Frage gekommen sind und sich ihren Teil, ihren Macht- oder Verantwortungsbereich aussuchen konnten. Und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit dem nächsten Satz. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche. Wir haben eh schon Sonntag. Das war's für heute.